Sag schon mal Hallo. Jetzt zeige ich mich auch. Hi. Hallo in die Runde. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben es jetzt 17 Uhr. Bei mir regnet's. Das ist gut, die Pflanzen freuen sich. Ich habe das Fenster auch offen, sodass es hier ein bisschen abkühlt drin in der Wohnung. Oh, das erinnert mich daran, dass ich in den anderen Zimmern vielleicht auch noch mal kurz das Fenster aufmache. Oder zumindest anklappe, damit es ein bisschen runterkühlt. Und ansonsten ist mein Staubsaugroboter noch am werkeln. Und er hat sich nicht selbst eingesperrt. Oh, er sperrt sich üblicherweise im Bad immer gerne ein. Aber heute nicht. Ich habe auch schon ein bisschen geholfen. Ich habe noch ein bisschen gewartet, bis ich mit dem Stream starte. Aber ich öffne mal noch kurz die anderen Fenster. Bin gleich wieder da. Hose habe ich auch an. So. Ja, Spiel fortsetzen. Ich hoffe, der Ton kommt auch durch, aber. Oh, ich glaube, der Ton kommt noch nicht durch. Ich muss noch mal kurz zurück. Ich bin gleich wieder da. Es liegt einfach nur daran, dass ich meinen Ton noch auf der Ausgabe von den anderen Lautsprechern habe. So. Zack. So. Jetzt müsste der richtige. Ja, jetzt kommt der Ton durch. So, wunderbar. Dann lade ich. Trink noch einen Schluck. Ah, Prost. Ja, und ich war in Cesena angekommen. Und der Plan ist jetzt, Cicena zu befreien von Daedronas Truppen. Und mal schauen, ob wir das jetzt in den nächsten 1,5 Stunden schaffen. 2,5 Stunden bis zum GVG in Forge of Empires. Hallo Arak, hallo Tyrawal. Ja, mach das. Fleißig, Tyrawal. Ich hab schon. Ich hab schon. Und ja, wir haben ja jetzt gestern noch den Amus dazu bekommen. Mal schauen, wie der sich so schlägt jetzt in unserem neuen Trupp. Und ansonsten waren wir ja schon an der Stelle, dass der Kampf schon begonnen hat und hier schon die ersten Schüsse abgefeuert wurden und wir hier schon zwei Gegner direkt vor der Nase haben. ¿Qué pasa? So, Amus, dann zeig mal, was du kannst. Gegen den Baum schießen kann er jetzt schon mal. Ich glaube, der Baum ist im Weg, ha? Das ist eine Linie. Trevor sieht den da auch. Vielleicht geselle ich mich mal zu Amus.
Der ist ja noch ganz gesund. Bin bereit. Der ist schon kritisch. Und jetzt ist er erledigt. Fantastisch. Fantastisch, Fox. Fox ist ja meine Killing Machine, ja? Also, die macht ja hier alle platt. Unerwarteterweise mit ihren Pistolen. So, Dimitri, gesell dich einfach. Gesellst du dich dazu? Nee, mit Dimitri mache ich so ein bisschen die Sicherung hier in der Richtung, würde ich sagen. Geh mal noch zwei Schritte nach vorne und leg ihn ins Gras. Ist so doof, dass es so weit unten ist. Da kann man. Ja. Ja, Grizzly direkt daneben, ein bisschen höher. Guckst du in die Richtung. Und dann würde ich jetzt den Chris nochmal dazu kommen lassen. Ei, da ist ja noch einer. Na dann. Wenn wir es gleich mal versuchen hier. Perfekt. Operation gelungen. Patient tot. Und Ira, dann unterstützt du gleich hier noch. Die hat keinen Platz mehr. Man muss sie nicht werfen, einfach nur ablegen. Was hältst du davon? Muss sie den Verbandskasten hier hinlegen? Na komm. Ja. Ach, das kann ich aus der Perspektive nicht machen. Und wenn ich es so mache, dann ist ja ungünstig. Wenn ich es so mache, kann ich das Gib Wasser. am Moose geben. Der hat, glaube ich, keinen Taschenplatz. Nee. Ja, egal, Ira. Dann leg dich erstmal einfach hin. Dann versuche ich das in der nächsten Runde irgendwie zu regeln. Bin bereit. So. Sechs Zuschauer. Arak und Tyraval haben Hallo gesagt. Wer ist denn noch dabei? Outet euch. Outet euch, Leute. Sagt mal Hallo. Wäre schön. Falls ihr jetzt ein bisschen Rauschen hört, jetzt kommt gleich der Robi hier nochmal an der Tür vorbei. Hallo Engel. Im Lee, im Lurk natürlich. Ja, dann ein schönes Lurken. Schön, dass du Hallo gesagt hast. So, dann lasse ich die Runde jetzt hier umgehen. Der Gegner ist gesund. Das könnte jetzt eine Gefahr sein für diese Söldner hier vorne. Ich hoffe, der wird hier jetzt nicht gleich schwer verwunden, aber ja, lassen wir es drauf ankommen. Der alarmiert einfach erstmal seine Kollegen. Bin Und bereit. stellt sich hin, sodass wir ihn besser treffen können. Sehr nett von ihm eigentlich. So, meine Idee ist jetzt, ich lasse jetzt Fox hier mit rüber robben und gebe jetzt den Verbandskasten von Ira einfach mal an Fox. Und dann gebe ich Ira mal eine Chance, den. Schön, gleich getroffen. Bin Gleich bereit. getroffen. Gib Wasser. Amus, du kriegst auch eine Chance. Ich glaube, der Amus wird auch nicht teurer. Der kostet jetzt immer 250. Schnäppchen quasi. Ja, jetzt ist er verwundet und hingefallen. Gut, ich bleib mal einfach so liegen. Dimitri und Grizzly warten auf Unterbrechung. Die Gegner trauen sich noch nicht anzukommen. Ira zeigt, was sie kann. Gib Wasser.
Warum habe ich das gerade gesagt mit dem teurer werden? Weil nämlich die beiden Söldner Trevor und Fox immer teurer werden, je stärker sie werden und je bessere Schießskills sie haben. Schlaf schön. Und je höher ihre Erfahrungsstufe steigt. Und auch Grizzly. Und da muss ich dann immer mehr bezahlen für die, um für den Unterhalt dieser Söldner. Und ich habe ja sehr, sehr lange gespart jetzt auf die Vertragsverlängerung um 14 Tage bei Trevor. Und ja, konnte sie jetzt endlich machen. Aber bei Fox wäre sie jetzt auch mal wieder fällig. Ich habe mich sehr verbessert. Denkst du nicht auch, dass eine so patente Frau es verdient, besser bezahlt zu werden? Genau, die will nämlich auch jetzt ordentlich mehr. 14.000 will sie als nächstes haben. Und da müsste ich jetzt auch noch mal ein bisschen sparen. Ich bekomme jetzt täglich 14.400 aus der Mine von Drassen und Chicena hat auch eine Mine. Und Zanmona hat zwar auch eine Mine, aber wenn wir jetzt hier mal draufklicken auf die Minenansicht, dann ist die aufgegeben, weil da keiner... da sind halt nichts mehr zu holen in der Mine. Das kann auch mit den anderen Minen passieren, dass die irgendwann ausgeschürft sind sozusagen. Und wäre jetzt relativ wichtig, dass wir die nächste holen. Chicena ist aber nur eine sehr kleine Mine, da gibt es nicht so viel tägliches Einkommen. Und in Grum kommt, glaube ich, nochmal richtig ordentlich was dazu. Aber bis wir in Grum sind, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. So, die unteren drei hier werden jetzt erstmal erledigt. Bereit? Ja. 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 Passen auf, nicht alle Soldaten dort. So, ein schöner... Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Ja. Schöner Punkt zum Zwischenspeichern, wollte ich gerade sagen. Ist es ja auch. Ja. Gib Wasser. Bin bereit. Ich zieh mal ein bisschen näher ran mit denen. Oh, Fox sieht ihn jetzt auch. Gib Wasser. Mach mal so ein einmal Sperrfeuer hier von Hamus. Der sieht zwar nichts, aber... Ja, hat funktioniert. Der setzt sich hin, hat jetzt Aktionspunkte verloren. Ja. Und Trevor kann schon mal auf ihn zielen. Falls der da gleich näher kommt. So. Yep. So, Trevor und Ira bekommen eine Unterbrechung. Ira kann leider nicht mehr feuern, die hat schon zu viele Aktionspunkte verbraucht. Trevor kann noch zeigen, was er kann. Außer Reichweite der Waffe. Dann trifft er leider auch nicht. Okay. Das ist auf jeden Fall einer mit dem Gewehr. Das heißt, der kann halt auch aus ein wenig entfernterer Reichweite schießen und treffen und macht das dann auch. Und wir sehen, das wird jetzt schon gefährlicher, was wir jetzt hier machen. Komisch, Ira trifft immer in die Beine. Bereit? Gib Wasser. Natürlich auch schwerer zu treffen, wenn die liegen, ne? Mit Grizzly noch ein bisschen. Und Dimitri auch. Ja. Bin bereit. Fox hat noch nicht geschossen.
Yep. Und Trevor. Ja, schwerer zu treffen, wenn sie liegen. Aber jetzt ist er so verwundet, hat so viele Aktionspunkte verloren, dass er nicht mehr schießen konnte. Und mit der Reihenfolge, wen ich jetzt hier so durchklicke, versuche ich halt auch erst Ira zu wählen, die halt am schlechtesten trifft, damit sie Zugewinn hat an Trefferwahrscheinlichkeit und auch an Erfahrung wächst. Sie kostet ja auch nicht mehr, wenn sie besser wird. Sie ist ja eine Rebellin hier aus Arulco und kämpft einzig für die Sache. Chris bin ja quasi ich. Der kann immer noch an Zielfähigkeit ausbauen. Ist jetzt bei 88. Über 90 wäre natürlich besser. Amus, der kostet mich jetzt immer 250, glaube ich. Der hat einfach Lust, Söldner zu sein. Ja, und am teuersten sind halt Fox, Grizzly und Trevor. Insbesondere Trevor. Und deswegen nehme ich die dann als letztes. Und hoffe halt, dass sie so wenig wie möglich Erfahrung machen. Weil es sonst einfach teuer wird. Fantastisch. Bin bereit? Bin bereit? Zwischenspeichern. Ich glaube, die meisten Abschüsse hat Fox bisher einfach gemacht. Sie ist meine Killerin. Hier sieht man die. Getötet 51 Leute hat Chris und Fox 53. Aber ist gar nicht so ein großer Abstand. Chris hat fast so viele wie Fox. Und Flo hat schon 2 getötet. Flo, Flo, Flo. Und Pablo auch schon 1. Okay. Mithilfe 12 und Fox mit Hilfe 14. Da ist sie ein bisschen besser. Aber sie kostet halt ordentlich, ne? Und Trevor kostet noch mehr. Aber Trevor hat halt noch mehr drauf, ne? Der kann praktisch alle Türen öffnen, der kann super reparieren, der kann mit Sprengstoff super umgehen. Okay. Es geht los. So. Dimitri, fang du mal an. Dimitri ist ja auch ein Rebell, der kostet mich auch nicht mehr. Wenn er an Erfahrung gewinnt, oh, schöner Treffer. Ja. Vielleicht kann Grizzly jetzt den Abschluss machen. Noch nicht den Abschluss, aber trotzdem sehr gut. Ich muss mal eben nach dem Ruby gucken. Wird gerade rumgerumpelt. Bin gleich wieder da. Er ist fleißig. Er ist fleißig. Gut, der soll mal wieder aufstehen, wenn er sich traut. Traut er sich? Dimitri muss etwas näher ran, damit er ihn sieht. Ja. Grizzly auch. Noch näher. Er sieht ihn nicht, wahrscheinlich wegen der Bäume. Aber Chris sieht ihn. Naja, dann. Keine Muni mehr. Lädst du nach? Brauch mehr von dieser Munition. Gut. Ja. So, mit denen ziehe ich jetzt mal hier auch hoch. Bin bereit.
Gib Wasser. Yep. Okay. Yep. Yep. Gespeichert. So, jetzt ist hier erstmal Ruhe. Im Karton. Keiner zu sehen, keiner zu hören. Wahrscheinlich die ganze südliche Verteidigung ausgeschaltet. Die 5. So, hilft nichts, muss ich mich vortasten. Hallo Diamantrex. Ja. Guten Tag. Der... die Rucksäcke liegen hier schon. Alle schon abgelegt. Also ich denke jetzt immer dran, interessanterweise. Dadurch, dass ich diese Kanalpunkte mal eingerichtet habe und man das immer wieder auslösen kann, denke ich jetzt inzwischen immer dran. Hallo, Two Brace. Schön, dass du auch da bist. Yep. Gib Wasser. Ich spiele ein Spiel von 1999. Gute Frage, ne? Wie geht's deiner Forge of Empires statt? Bin bereit. Yep. Okay. Na, dann werde ich mich mal vorwagen. Ich würde sagen, ich gehe erstmal hier an diese Häuserwand. Jetzt muss ich mal wieder auf meinen Zettel gucken. Du weißt nicht, wie es der Stadt geht? Hast du kein Forge of Empires mehr gespielt? Muss ich einmal Alt-Z. Alt-Z. Warum auch immer da dieser Windows-Sound kommt. Anscheinend scheint Alt-Z auch irgendwas in Windows zu sein. Und gehe jetzt mal langsam hier so hoch. Ja. Okay. Hierher! Da ist irgendwas. Ah ja. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Da beschützt anscheinend jemand die Mining Commission oder so. Kommissen. Commission wahrscheinlich. Komisch, das ist doch ein Land, das so ein bisschen spanischsprachig ist, dachte ich. Ist trotzdem Mining Commission hier. Weiß ich nicht, ob der mich jetzt da gesehen hat. Ja. Vielleicht nicht. Er guckt ja noch nicht zu mir, also wahrscheinlich hat er mich noch nicht gesehen. Den ziehe ich einfach weiter hoch. Bin bereit. Gib Wasser. Ach, der ist gar nicht. Der ist ja gar nicht am Schleichen. Das macht er nur in dem, offensichtlich nur in dem einen Trupp. Bin bereit. An und aus. Trevor. Yep. Was ist das? Ein Magazin. Okay. Hast du denn vor, wieder zu streamen und zu spielen, Two Brace?
Ist der jetzt weggegangen? Der Typ? Einfach weggegangen? Da ist er wieder. Der hat einfach die Tür aufgemacht und geht da rein und raus. Unfassbar. Was hat er davon? Okay. Ja. Ja, neben dir hat ja jetzt noch jemand anderes Neues angefangen zu streamen. Hast du wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Der Lion. Also Forge of Empires zu streamen. Ja. Einfach die Augen offen hier in der Richtung. Falls Chris da noch Backup braucht. Yep. Und die... Bin bereit. Gehen weiter hoch. Gib Wasser. Yep. Gucken, ob da noch einer ist an dem Haus. Yep. Sah ja irgendwie so ein bisschen so aus, als sei das ein zweiter. Ja. Da sind die Gangster. Ich sehe sie. Ne, es scheint nur der eine zu sein. Trevor sieht ihn. Ja. Trevor will ich doch gar nicht auf den schießen. Chris, geh mal noch eins vor. Ah, jetzt hat er Chris gesehen. Zack. Operation gelungen. Patient yep. tot. Oh, Trevor. Renn einfach gleich bis da vorne. Bin bereit. Und Fox bitte auch. Ja. Und dann deckst du die nördliche Flanke. Gib Wasser. Die beiden kommen auch mit. Yep. Ira bleibt noch ein bisschen zurück. Ja. So. Ups. Wollte das Häkchen drücken. Zehn Tickets recht häufig in den Ereignissen? Naja. Ich hatte es exakt einmal. Und natürlich nicht auf meiner Hauptwelt. Sondern auf einer Nebenwelt. Yep. Es kommt wahrscheinlich auf die Anzahl der Welten an. Und vielleicht hast du mal auf einer Welt 10 Tickets. Gib Wasser. Bin bereit. Ja. Yep. 25 Extra-Tickets auf deinen beiden Hauptwelten. Okay, du hast Glück. Das jeweils 25. Das ist ja irre. Gib Wasser. Das ist yep. ja ganz schön doll. Nenne ich mal einen Fernschuss. So, krabbel mal nah ran. Ah, noch einer. Einfach hinterm Baum verstecken. Dimitri auch. Und Chris kommt nach. Yep. Na, die Unterbrechung kann ich nicht nutzen. Was machen die da? Yep. Das Rumgewusel. Das bringt ihnen doch nichts.
So, dem hier so schön in die Seite feuern. Liegt ja auch über die volle Breite da. Ja. Gut. Gut. Auf Wiedersehen. Na, es geht ja flott hier. Wenn alle einen nach dem anderen abgeräumt. Okay. Gut, das wäre dann erledigt. Ja. Hierher! Ach, das ist so ein doofes... Ich glaube, das ist nur ein doofes Schrotflintenmagazin. Bin bereit. Ja, Foxy, geh weiter hoch. Gib Wasser. Er muss hinter dem Baum. Da wurde gerade eine Tür geöffnet. Yep. Du bleibst hier als Backup. Gib Wasser. Jetzt musst du ja doch schon recht viel sehen hier. Ei! Das wollte ich nicht. Oh, sieht da oben alles. Okay. Ja. Der sieht hier unten alles. Bei welchem Haus hat sich denn da die Tür geöffnet? Wahrscheinlich eins hier drüben, ne? Ja. Gut, dann gehe ich mal mit Trevor hier hoch. Was kann das sein? Schleichen kann der auch ganz gut. Da sieht er auch ganz gut. Ja. Das sieht Grizzly, was hier um die Ecke kommt. Könnte einen Blick wert sein. Na, zeig doch an. Warum zeigt er es dann nicht an? Irgendwie zeigt er es nicht an. Immer schön speichern. Hier irgendein Haus, irgendeine Tür wurde da geöffnet. Aber das können halt auch Zivilisten sein, ne? Bei ihm wird es wieder angezeigt. Fünf zusätzliche Leuker-Tracks. Lohnt sich das? Sicher, dass du auf der richtigen Welt bist, du Brace? Bin bereit. Die werden eigentlich nicht so schnell gelöscht. Da ist zum Beispiel eine Zivilistin. Kurz zu sehen gewesen. Tja, nun kommen sie nicht raus. Nun kommen sie nicht raus. Ja. Mache ich da mal die Tür zu. Und lege ihn dahin. Als Wache. Dann schnappe ich mir die drei hier. Okay. Gehe mit den dreien nach links. Zu dem Geräusch.
Erstmal durch den Wald. Okay, dann geht mal alle. Legt euch mal alle hin. Ja. Dann krabbeln wir hier mal durch die offene Fläche. Rüber ins nächste Wäldchen. Chris krabbelt am schnellsten. Ja. Da hinten. Wahrscheinlich war der das. Okay, gut, wenn das so ist, dann. Ja. Denk mal, so viele werden da nicht mehr übrig sein. Ja. Juhu. Gehst mit zu den anderen. Ja. Geht mal hier in Position. Okay. Ah. Es geht los. Okay. Lass ich mal da noch hinrennen. Zu ihm drehen und runter. So. Ja. Der haut lieber wieder ab. Dafür kommt jemand anderes angerannt. Ein Schuss zum Erschrecken. Da ist noch einer, dann... Gut, dann werde ich mal lieber mit allen rüberziehen, ne? Wenn hier noch drei sind, mindestens. Ja. Dann kommt ihr mal lieber in die Richtung gerannt. Gib Wasser. Bin bereit? Ja. Und du guckst mal noch nach hinten, als hier nicht, dass da jemand um die Ecke kommt. Ja. So, jetzt ist niemand zu sehen. Einmal in Position hier. Ach, Chris hat sogar jemanden gesehen. Ach, den da. Er guckt mich ja voll an. Jetzt muss ich mal mit Dimitri einen Feuerstoß auf ihn machen. Oh, schön. Ein Treffer aus dem Nichts. Dimitri. Ja, müsst ihr sich erstmal drehen. Ja. Drei. Da auch. So, jetzt geht's. Dann mal erstmal hinter den Busch noch. So, jetzt kannst du. Ja. Stark und gesund. Stark ist noch besser als gesund. Gehen wir erstmal auf den Starken. Trifft ihn nicht. Triffst du den da oben? Den siehst du ja. Das Ding ist nicht schlecht. Indeed. Okay. Ja. Trevor, rüber runter. Zivilist.
Kein Gegner. Okay. Trotzdem. Sichere mal ab. Während die anderen da lang rennen. Bin bereit. Der kommt aber nah. Der kommt aber nah. Kann ich ja auf die Pistole wechseln oder auf die... Kann ich auch auf die Pistole wechseln. Sehr schön. Jetzt liegt er über dem Busch. Bin bereit? Toll. Ja. Eine Roll-Action. Mehr Zivilisten. Gut. Ja. Vielleicht ist der ja der Letzte. Ganz schön weit weg. Sehr gut, Dimitri. So, Chris sieht ihn nicht. Ja. Grizzly auch nicht. Ein bisschen aus der Deckung. Auch keiner zu sehen. Jetzt sieht er den. Kann natürlich mit der Waffe nicht treffen. Grizzly macht mal... Ach, Grizzly. Chris. Schaut mal in der Richtung. Die... Kommen weiter. Näher. Hinlegen. Du sicherst nach oben. Hinlegen. Bin bereit. Hinlegen. Ja. Rollkommando. Trevor. Ist ja eigenartig, dass deine Stadt nicht mehr da ist, du Brace. Weißt du, auf welcher Welt du gespielt hast? Also, weißt du das sicher? Ja. Scheint nur noch der zu sein, wenn ich den Balken da oben sehe. Und der scheint so ein bisschen auf der Flucht zu sein. Vielleicht kann Chris die Sache jetzt hier klären. Sehr gut. Ups. Chris. Schade. Schade. Ja. Grizzly. Ist halt nicht in Reichweite seiner Waffe. Und von Dimitri sieht ihn nicht mal. Er kann schon mal zielen, vielleicht nächste Runde. Ich möchte abhauen.
Er möchte abhauen. So, Dimitri. Ja, wir haben es ihnen gegeben. Ich liebe das. Okay, Fox. Gut, der südliche Sektor von Cicena ist schon mal befreit. Da liegt auch ein bisschen was rum. Taugt die was? Reichweite 17, nicht wirklich. Bisschen besser als die von Hamus, würde ich sagen. Mal vergleichen. Reichweite 16. Genauigkeit 29, Schaden 25. Genauigkeit 29, Schaden 26. Naja, AP 3, AP 1. Oh, das ist gut. Das ist gut. Die ist einfach abzufeuern. Ja, vielleicht. Du kannst dir schon mal eine neue Schutzweste nehmen. Okay. So, dann die... Tja, hier sind die Hütten der Minenarbeiter. Mann, ich sag's ihnen, an deren Stelle würde ich aufmucken. Und sie schleppen sich jeden Tag in die Minen für die Herren. Auch wenn sie ihre Totschläger hier hat. Ich würde aufmucken. Ja. Die Rebellen... So man sie denn dabei hat, die geben dann immer so ein bisschen Kontext zu den einzelnen Orten, in denen man gerade ist. Hätte man jetzt Ira nicht dabei und nur Dimitri, hätte Dimitri irgendwas gesagt. Genau, ist ja der Minensektor. So, Alt, nee, Quatsch, Shift, STRG, F. So, haben sie ihre Rucksäcke wieder auf. Ach, er trägt ja noch diese Munition mit sich rum. Könnte man ja auch mal in den Laster laden. Im Laster ist doch von dem Typen eh schon was, oder? Nee, doch nicht. Machen wir trotzdem. Durchsuchen erstmal alles. Ja. So. Trevor ist unser Experte fürs Durchsuchen, denn Trevor kann am besten Türen öffnen. Oh, da steht ja schon jemand. Kann der mal mir Platz machen? So. Right on. Handgranate. So, das ist der Minenvorarbeiter. Vorsicht, wenn Sie nicht aufpassen, wohin Sie treten, können Sie sich leicht verletzen. Ja, und ich will nicht, dass sowas ausgerechnet während meiner Schicht passiert. Ich habe die Aufsicht über die Mine und bin verdammt froh, Sie zu treffen. Ich und ein paar Jungs wollen weiterarbeiten und Ihnen die Tageseinnahmen überlassen, abzüglich der üblichen Kosten. Ich werde schauen, wen ich zusammentrommeln kann und mache mich gleich an die Arbeit. Unsere zweite Mine. Neulich haben sich 4 meiner Männer krank gemeldet. Vielleicht geht was rum. Sie fühlen sich doch hoffentlich noch gut? Ja. Ich weiß, Sie haben nicht den ganzen Tag Zeit zum Reden. Also mache ich mich besser aus dem Staub. Ich frage dich trotzdem noch mal was. Um ehrlich zu sein, ich bleibe lieber bei dem, was ich kann. Der sieht relativ powerful aus. So, ja, die Granate kann ich auch mitnehmen. Die ist nicht als fremd markiert. Dann ab ins nächste Haus. Das ist ja hier so ein Waffenlager. Gucken, ob da was Schönes zu holen ist. Meine Handgranate ist natürlich auch nicht schlecht. Oh, da war tatsächlich eine Falle dran. An dem... Nein, da war keine Falle drin. Ich habe gerade mein Aufsprengdingens verschenkt.
Right on. Kepler-Weste. Alright. Dann kriegt Hamus gleich noch was Besseres. Nichts drin? Kevlar-Weste ist natürlich deutlich besser. Und die ist auch weniger beschädigt. Ach, und er hatte doch eine Jägerweste. Da können wir dem Hamus auch noch einen Gefallen mit tun. Wo ist er jetzt? Der sich wieder versteckt. So. Jägerweste ist eine ganz schlechte Weste, was Taschenplatz angeht. Schauen wir mal bei der. Die sieht super aus. Und die? Die ist noch besser, oder? Ja, die hat zwar mehr kleine Taschen, aber zwei von den ganz großen. Ja gut, damit ist er jetzt erstmal gut ausgestattet, würde ich sagen. Du kriegst jetzt das neue Gewehr und dreimal Munition dafür. Und dann lade ich noch deine Waffe nach. Konvertieren wir ein wenig Munition um. Na, ist klar. So ein Revolver-Munitionsdingens. Dann macht er halt die Kugeln raus und lädt die in die richtige Waffe rein. Sozusagen. So kann man das sich vorstellen. Ja. So, und seinen Revolver hat er immer noch als Backup. Ist ja okay. So, und war hier nicht noch was anderes drin? Nee. Gut. Das legen wir zurück. Zwei weitere getarnte Stahlhelme und einen normalen Stahlhelm. Die Drahtschere. Das ist halt so eine Sache, man die mitnehmen muss. Die Mini-Uzi hat eine Reichweite von 16. Das ist ja nicht schlecht. Das ist ja nicht schlecht. Ich glaube, die hat sogar auch ein Magazinfassungsvermögen von 30. Dann nimmst du die Granate. Ist auch gut, wenn jeder so ein bisschen was hat an Granaten. Bei der Mini-Uzi muss ich mal gucken, für wen das jetzt hier irgendwie am besten wäre. Es muss ja auch jemand sein, der so ein bisschen Taschenplatz hat. Die hat nur eine Reichweite von 11, die MP5. Da ist die Mini-Uzi besser. Mit ihrer 16. Ne? Ist auch gut. 19. Ich glaube, die haben alle mindestens 19. Die kann ich in den Laster räumen. Also der Einzige, der weniger hat, ist Hamus, aber der hat jetzt auch 17 bekommen. Ja, dann fülle ich noch ein bisschen Munition nach.
kriegst mal eins von... Von Hamus noch ab, ein Magazin. Jetzt geht der Ira bald die Munition aus. Gut. Und brauchen wir noch 9x19? Stapeln können wir das da nicht mehr. Da auch nicht. Bei ihm. Können wir noch was stapeln? So. Ah. Okay. Gut, und die kommen in den Laster. Hält es hier die Sortierung ein? Wenn es die Sortierung einhält, dann kann ich ja so ein bisschen nach Munition sortieren. Oder nach Zweck. Okay. Gut, der südliche Sektor wäre geholt. Schauen wir mal weiter. In den anderen Häusern, ob da auch noch was drin ist. Und sonst muss ich gleich nochmal gucken nach dem Robi. Der ist jetzt fertig einmal. Dann kann er gleich nochmal durchwischen. Keine Falle. Right on. Sonst nichts drin. Leider nicht, Trevor. All right. Ich glaube, so eine Kiste haben die ganzen Gebäude hier. Aber da ist auch dann jeweils nicht wirklich was drin. Weil das sind ja die... Wie Ira schon sagte, das sind die Häuser der Minenarbeiter. Oh, Geld von einem Minenarbeiter. 10 Geld. Sehr gut. Können wir den Trevor bald wieder bezahlen? Mit 10 Dollar. Ein Sommer- und Halloween-Gebäude. Right on. Nichts drin? Gibt's ja dann auch bald wieder. Wobei Sommer-Event. Und so, hier ist auch keine Kiste in dem Haus. So, dann habe ich alle Türen geöffnet. Gut, hallo Zockerhase. Guten Tag. Ach so, dann kommen wir hier rüber. Allesamt. Und dann gehe ich nochmal in die Mine. Da sind. Ja. Hamus steht jetzt wahrscheinlich noch oben. Macht nix. Macht nix. Ich muss hier auch nochmal durchgucken. Hier gibt es auch nochmal Drahtschere TNT. Okay. Brechstange. Ja gut, Drahtschere... Brechstange brauche ich nicht wirklich. Ich nehme es trotzdem mit.
Wenn er irgendwann kann man das alles. Oh, das TNT hat sogar einen Zünder. Sehr schön. Dann gibt's neues TNT für Trevor. Unseren Sprengmeister. Ja. Was ist das? Was ist das? Chris rennt mal hier rum und sammelt Silber ein. Ah, die letzten Seiten für die Hausarbeit. Okay. Für eine Hausarbeit. Worum geht's, Zockerhase? Könnte einen Blick wert sein. In der Hausarbeit? Könnte einen Blick wert sein. Ist halt auch nur eine kleine Mine da. Gibt's auch keine weiteren Seitenarme mehr, wo man dann den Sektor unterirdisch nochmal, oder wo man unterirdisch nochmal in einen anderen Sektor reinwandern muss oder so. Könnte einen Blick wert sein. Könnte einen Blick wert sein. Ja, alles aufheben, bitte. Könnte einen Blick wert sein. Ein englisches Buch lesen und eine Lesezusammenfassung schreiben. Und was extra ist Aufgaben. Das? Was ist das? Okay. Und welches Buch? So. Und dann bin ich schon durch. Denke ich. Und habe alles aufgesammelt. Ja. Dann geht's wieder hoch. Aber es lohnt sich trotzdem, denn ich habe 720 Dollar gesammelt als Silberklümpchen. Ja. Ja. Und Chizena hat jetzt 44% Loyalität und bringt mir schon 2100 und 12 Dollar pro, ach nee, 22%. Ach so, weil es nochmal halbiert ist, weil ich noch nicht den ganzen Sektor oder die ganze Stadt eingenommen habe. Ja. Aber bringt schon mal ein bisschen was. The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian. Okay. Ja. Ist gut. Ist es ein Buch über einen Inder? Einen Halbzeit-Inder? Was ist denn ein Halbzeit- oder Halbtags-Inder? Okay, gut. Und jetzt haben wir es 18.12 Uhr. Wir haben immer noch genug Zeit, dass ich den zweiten Sektor mir auch noch hole. Und da wandere ich jetzt nach oben. Mit dem ganzen Trupp, ja, plus Hamus, bitte alle. Geht das? Oh, scheint nicht. Hamus? Sie.
sie jetzt noch 5 Minuten hier stehen und warten, bis er nach oben kommt. Der müsste jetzt im Laufe der Zeit nach oben kommen. Ist ja blöd. Dass der jetzt nicht mitgekommen ist. Bin bereit. 53 ist es in Ingame-Zeit. Mal gucken. Ob der gleich kommt. Erb. Ja. Okay. Bin bereit. Ja. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Da ist auch schon einer, den erstmal nur Chris sieht. Vielleicht halte ich mich noch zurück. Yep. Ja, ich bin noch nicht entdeckt. Englische Streamer ist ja dasselbe Buch oder hinein. Englische Streamer oder Buch ist ja dasselbe. Ach so. Ja, Zuckerhase kann schon gut Englisch. Ja, ich glaube, die Jugend von heute. Ja. Da sind die Gangster. Ich sehe sie. Kann schon immer ganz gut Englisch, so wie ich das mitbekommen habe. Und wenn du dann, so wie Zuckerhase wahrscheinlich, auch viel so im Gaming-Bereich unterwegs bist und im Internet, ist ja auch einfach viel auf Englisch und dann benutzt du es so oft, dass du da einfach gut drin bist, relativ schnell. Jetzt ist es 54. Bin bereit. Da sind sie, okay. Er hat mich enttarnt. Na dann. Hören wir mal. Telefonier noch ein bisschen. Dann kommen die Gegner wenigstens. In 4 Minuten ist auch Hamus da. Aber der wird wahrscheinlich in der Mitte der... Oh, das könnte gefährlich sein. Der wird wahrscheinlich hier so auftauchen. Wenn ich ihn jetzt über die andere Karte geschickt habe. Na, mal schauen, wo der auftaucht. Yep. Chris, kümmere dich doch mal um den. Yep. Ja. Okay. Bin bereit. Die anderen passen nach oben auf. Jetzt, wo er seine Freunde gerufen hat. Bin bereit. Nein, ich meine natürlich das Buch. Das wahre Tagebuch eines Halbzeit-Inders. Ja. Okay. Schauen wir mal. Jetzt kann ich übrigens die Rucksackerinnerung brauchen. Denn ich habe die Rucksäcke noch nicht abgelegt. Yep. So. Jetzt habe ich sie abgelegt. Aber die ersten Schüsse habe ich mit aufgesetzten Rucksäcken gemacht. Vergesst nicht die wir nicht gekriegt haben.
Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Die vergesse ich doch nicht. Ja. Komm ruhig näher. Ja. Die wollen doch nur, dass Chris seine Waffe leer schießt, glaube ich. Immer noch 54. Gerade mal eine Minute vergangen. Bin bereit. Ah, jetzt riecht es hier nach leckerem indischen Essen. Ja. Kriege ich ja gleich wieder Hunger. Wir haben hier nämlich ein indisches Restaurant gleich in der Nähe. Oh nein, du sollst da bleiben. Bin bereit. Krabbeln wir. Ja. So, 2 Minuten vergangen. Gut, dann würde ich sagen. Bin bereit. Ich krabbel noch ein bisschen hoch. Mit denen hier. Und schau, ob da jemand ist. Ja. Ansonsten würde ich mal lieber nach links gehen. Ja. Mit allen. Runter und nach links. Weil ich Angst habe, dass Hamus genau hier ankommt und da ein Haufen Gegner sind. Wenn der jetzt in ein paar Minuten hier auftaucht. Das wäre dann natürlich ungünstig. Toll. Die Krabbelgang. Die Krabbelgruppe. Aber hier scheinen keine Gegner zu sein. An den Häusern. Ja. Oder keine mehr. So, jetzt sind 3 Minuten vergangen. Okay. Okay, hier ist niemand. Doch, irgendwo ist da jemand. So. Plötzlich ein Spielzug der Gegner. Das ist beunruhigend. Bin bereit. Guck mal lieber in der Richtung. Ja. Ja. Niemand zu sehen. Die Armee. Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Okay. Da ist denn einer. Schön, Ira. Ja. Kannst du doch gleich... Ah, schade. Bin bereit. Macht das schon wieder Fox hier.
Schlaf schön. Schlaf schön. Da ist irgendwas. Munition. Bin bereit. Bin bereit. Weit sind Sie sicher nicht weg. 57, eine Minute noch, dann müsste eigentlich Hamusi auftauchen. Okay. Bereit? Ich gehe mit der Krabbelgruppe weiter nach links und dann würde ich hier versuchen, in den Park reinzugehen. Ist das überhaupt so eine gute Idee, da reinzugehen? Oder ich gehe erstmal hier hoch, auf der linken Seite. Und wenn Hamus da ist, dann gehe ich mit ihm hinterher. Na, dann kommt wieder runter. Alright. Die archäologische Ausgrabungsstätte. Huch. Ja. Ich hier. Ja. Ich nichts wissen, was tun. Da ist er ja. Hallo, Hamus. Ja. Okay. Hamus ist wohl ein guter Krabbler. Schon mal ordentlich vorgekrabbelt. Okay. Ja, der sieht auch sehr schnell aus im Krabbeln. Oh ja, oh ja, oh ja, der geht ja ab. Der flitzt ja richtig ab. Da muss ich mal gucken, welcher Skill das ist. Dass der so gut kriechen kann. Wo ist der denn besonders gut? Eigentlich nirgends, so wirklich. Ach, Schleicher wahrscheinlich. Der Abzug, ist beim Bewegen 25% geringer. Aber eigentlich, er ist auch Schleicher. Ja, keine Ahnung. Ist einfach gut im Krabbeln. Er kann einfach schnell krabbeln. Sie. Schneller als die anderen. Geh mal hier so zwischen den Bäumen hoch. Krabbelt voraus. Ein bisschen schlecht. Ein bisschen gefährlich. Dass er immer so vorauskrabbelt. Die anderen sind ungefähr gleich schnell. Oder blockieren sich gegenseitig. Kann auch sein. So. Ich bin jetzt noch die Gangster. Ich sehe sie. Oder gut, dann machen wir hier noch einen Schuss, würde ich sagen. Yep. Yep. Sehr schön. Bin bereit? Yep. Ja. Ja. Unterbrechung für Grizzly.
Darf er auch noch mal versuchen? Bin bereit. Fox auch noch. Fox kann nicht so genau gezielt schießen, aber gut. Versuchen es. Ja, da sind schon noch einige. Oh, da oben kommt auch noch einer. Dann soll Chris mal den versuchen, wenn er den als einziger sieht. Von hier aus kann ich nicht gut zielen. Der kann nur seinen Kopf sehen. Yep. Super, Ira. Das gefällt mir. Das gefällt dir also. Bin bereit. Das werde ich nie treffen. Sie kann auch nur auf den Kopf zielen. Oh, der war ganz schön knapp. Ich nicht gut ziel sehe. Können alle nur auf den Kopf zielen. Wegen der Wand. Ja. Ja. Lauter Unterbrechung. Keiner trifft seinen Kopf. Ist ja auch ein kleines Ziel. Bin bereit. Ja. Na, kommt mal. Bin bereit. Das sieht nicht gut aus. Alles gut, immer ruhig. Bin bereit. Geh besser. Immer mit der Ruhe. So. Damit ich mehr treffen kann. Ich nix kann, ich sehe nix. Siehst immer noch nix, okay. Geh mal hinterm Baum. Ach, ich hätte trotzdem erstmal aufstehen sollen vorher. Jetzt kann er. Jetzt kann er. Oh Gott, was hat er denn jetzt gemacht? Komische Bewegung und die ganzen Aktionspunkte verloren. Glückwunsch. Sehr gut. Der ist angezeckt. Können die ja alle beide sehen, aber ich muss halt komplett aufstehen, um auf ihren Körper schießen zu können. Ach nee, Dimitri sieht keinen von denen. Weißt du was, Dimitri? Du guckst mal hier hin. Wenn der da rauskommt, kannst du den gleich mal unterbrechen. Schade, Trevor. Ja. Den hinteren, bitte. Sehr schön. So, waren alle mal dran? Ja. Ja. Das hat ihn wieder Aktionspunkte abgezogen. Ja, ich kann nichts mehr machen. Ja. So, dann lasse ich doch Chris mal. Schöner Scharfschütze bist du. Erstmal den. Ich nicht gut Ziel sehe. Echt nicht? Den. Ich hab die Beine gezielt gerade. Ja. Gut getroffen. Ist immer noch gesund.
Gesund ist nicht so gut. Ja. Fliegt gerade ein Helikopter vorbei. Weiß nicht, ob ihr das hört. Die anderen beiden sind verwundet. Bin bereit. Ira ist nicht so gut, dass sie da im Hocken. Oh, Fox macht's wieder hier. Fox ist wieder on the run. Ich sie sehe. Ja. 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 Nicht so wenig, würde ich sagen. Wollen wir mit Dimitri eine Minigranate werfen? Wenn er steht. Gucken wir mal, wie es so weit kommt. Ja, das Schwarze ist eigentlich kein so gutes Zeichen. Oh, wirst du krank, Tyrawal? Hoffe mal nicht, dass du krank wirst. Aber wenn es so ist, dann ist es so, ne? Dann hoffe ich, dass es bald wieder besser ist. Oh, jetzt kann sich nicht mal Dimitri mehr hinhocken. Von hier aus kann ich nicht gut zielen. Versuch's nochmal. Bin bereit. Yep. Yep. Mach mal hier einen Feuerstoß rein. Einfach nur mal so. Sie trifft ja eh am unwahrscheinlichsten. Und die Feuerstöße sorgen halt dafür, ja, dass ihnen Aktionspunkte abgezogen werden, den Gegnern. Weil sie sich ducken oder fürchten oder irgendwas. Okay, kein Treffer dabei gewesen. Ja. In dieser Runde. Bin bereit? Ja, die Unterbrechung helfen mir leider nicht. Du machst dann die historische Mauer kaputt. Bin bereit? Denk doch mal ein bisschen an eure Geschichte hier. Nachher kommt Fieber, morgen bin ich richtig schlapp und mittwochs geht's dann wieder. Okay. Naja. Ach, Chris. Keine Muni mehr. Triff doch mal. Triff doch mal. So, du rennst jetzt mal hier runter. Guckst mal von da ins Geschehen. Wir schauen mal, ob du jetzt die Minigranate bis da reinwerfen könntest. Wahrscheinlich nicht. Die geht wahrscheinlich vorher zu Boden. Und dann bleibt sie an der Wand kleben. Guck
gucke ja schon nach der Mini-Granate, weil die ja besonders leicht ist. Gib Wasser. Yep. All right. Bin bereit. Ich versuche mir mit denen mal eine bessere Position zu verschaffen. Grizzly von unten. Oh, die habe ich seine ganzen Aktionspunkte verbraucht. Auch nicht so gut. Autsch. Yep. Autsch. Dann gehe ich mit Chris mal weiter zurück. Einmal Feuerstoß rein. Ach, voll daneben. Ich kann von da oben genauso gut schießen. Auch seine ganzen Aktionspunkte verbraucht. Irgendwie gucke ich nicht richtig. Ja. Okay, der kann jetzt da durchgucken. Genau das wollte ich. Dass er diejenigen sieht, die jetzt hier in Sichtweite kommen und er von unten auf die schießen kann. So, und ihr geht da oben lang. Yep. Bin bereit. Ja. Die haben alle Pistolen. Der ist der Einzige, der ein Gewehr hat. Deswegen schießt der. Und die anderen mit den Pistolen sind wieder... Shit! Ja. Sind wieder zurückhaltend. So. Ist er jetzt schon hinter dem Baum? Nein, noch nicht ganz. Gut, dann dreh dich mal um. Schießen kannst du nicht mehr wirklich. Siehst immer noch gut. Gib Wasser. Okay, Amus. Okay, er sieht sie. Kann mal aus der Position die Augen offen halten. Bin bereit. Und die beiden gehen oben lang. Ja. Kann ja mal versuchen, noch Kopfschüsse zu verteilen. Oh. An den Beinen getroffen. Wie geht das? Auf den Kopf geschossen und dann ist die Kugel abgefallen oder was? Okay. Ah, das war jetzt blöd. Da habe ich ja seine... Wobei, der kann gar nicht unterbrechen. Ja. Nee, er kann ja gar nicht unterbrechen. Kann ja nur unterbrechen, wenn... Schon gut.
kann nur unterbrechen, wenn... Oh, Ira. Ira hat einen Kopfschuss gelandet. Kann nur unterbrechen, wenn kein Gegner ihn sieht. Und jetzt kommunizieren die ja miteinander und von daher wissen sie, wo er ist. Aber trotzdem, jetzt darf sich keiner mal hier vorbewegen. Ja. Bin bereit. Gepasse. Ja. Bin bereit. Mit denen rechnen die garantiert nicht, dass die jetzt von hier oben kommen. Bin aber nicht ganz sicher, ob das so gut ist. Hat dann jemand von denen eine Granate dabei? Auch nicht. Bin bereit. Naja, schauen wir mal. Ja. Grizzly kann noch schießen. Yep. Nix. Kommen die jetzt doch dahin? Ja. Macht gerade so ein bisschen den Eindruck, als wenn sie gucken kommen. Bin bereit. Dann bringen wir uns mal lieber in Position. Falls sie jetzt an der Ecke vorkommen. Gepasse. Bricke Gewehr, nix arbeiten. Nimmst du das andere? Keine Muni mehr. Ja, schade. Yep. Schade, dass er nicht trifft. Noch nicht. Ist halt auch kein Zielfernrohr drauf. Ja. Ups. Ja. Jetzt würde ich Unterbrechung bekommen. Von hier aus kann ich nicht richtig zielen. Shit! Ja. Okay. Ja. Ja, die müssen schleichen. Die müssen sich anschleichen. Ja. Ja. Okay. Dann warte ich mal auf Unterbrechung. Ja. Unterbrechung für Grizzly, aber... Von hier aus kann ich nicht richtig zielen. Leider auch nur für den Kopf. Aber bei dem kann er den Kopf auch treffen, angeblich. Shit! Ja. 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 Verdammt. Ja. Leider immer nur Fehlschüsse. Der ist ja schon relativ nah dran. Und der vielleicht sogar klappen mal. Soll aber nicht.
Hätte ja sein können, dass es bei Ira nochmal klappt. Von hier aus kann ich nicht gut zielen. Verdammt, verdammt. Ja, das ist jetzt ein zäher Kampf. So, die sind jetzt wieder voll von der Energie. Das ist gut. Das gefällt mir. Was gefällt dir? Dass du eine Unterbrechung kriegst? Glückwunsch. Den hast du ja auch schon umgehauen. Ich nicht gut Ziel sehe. Ja, nahe. Ja. Schon knapp. Schon knapp. Von hier aus kann ich nicht richtig zielen. Ich roll ihn jetzt weiter. Nach unten. Er sieht nicht besser. Eigentlich sieht er nicht besser. Ja. Bin bereit. Wasser. Na dran. Yep. Oh. Jetzt gefällt Ihnen Ihre Position nicht. Bin bereit. Flucht ist keine Option. Ja. Komm, Ira, zeig es nochmal. Ja. Das gefällt mir. Ja. Ja. Roll einfach noch weiter. Bis du vielleicht mal um die Ecke so ein bisschen rumgucken kannst. Noch ist es nicht so weit. Jetzt kann er ein bisschen um die Ecke rumgucken. Na, mal schauen. Das war, glaube ich, der mit dem Gewehr. Yep. Alle anderen haben jetzt keine Gewehre mehr, deswegen hirscheln die da nur so rum. Yep. Yep. Bin bereit. Und können nicht auf meine Söldner schießen. So, Ira, zeig's nochmal. Lass ihn raus, den Tiger. Yes! Ira! Söldnerin mit der schlechtesten Treffsicherheit.
Rollkommando Grizzly. Jetzt kann er noch mal besser um die Ecke gucken. Wird mal mit. Ja, Dimitri kann nicht schießen. Ja. Dimitri, versuch mal den Kopf da zu erwischen. Das war auch knapp. Ja. Bin bereit. Ja. Ira. Meine Knarre ist leer. Schade. Ja. Ira macht sich gerade am besten hier in der Runde. Unglaublich, ja. Aber wahr. Ja. So, weiter Rollkommando Grizzly hier. Ah, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da noch einer kommt. Von hier aus kann ich nicht richtig zielen. Na gut. Muss man ja auch mitrechnen. Schauen wir mal. Wie weit kann er denn jetzt gucken hier? Ach, jetzt muss ich erstmal Chris die Unterbrechung ausspielen. Das war jetzt mal... Operation gelungen. Patient tot. Ich tue, was ich kann. Ein Treffer. Ein Treffer, der gesessen hat. Mit seinem Scharfschützengewehr. Dafür ist die Munition dann bald am Ende. Ja. Da kommt auch keiner mehr, ja? Kommt auch keiner mehr hier vor. Ja. Bin bereit. Jetzt sind die gleich da. Yep. Magst du noch mal, Ira? Unfassbar. Ira. Yep. So. Die Frage, wie komme ich jetzt hier um die Ecke rum? Am sinnvollsten. Wahrscheinlich auch rollend. Ja. Rollend. Und Trevor, ja. Muss ich sie erstmal in Position bringen? Bin bereit. Dann gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Trevor. Ja. So. Nee, so nicht. Egal. Nicht in dieser Runde. Ja. Oh. Eine Runde, ohne dass was passiert. Habe ich mich jetzt schon enttarnt da oben? Werde ich jetzt gleich sehen. Bin bereit. Sieht fast so aus. Steh mal auf. Der ist doch jetzt hier total nah, aber... Sie sieht ihn nicht, verdammt. Ja. Roll noch ein bisschen. Gleich nächste Runde. Ja. Ja. Okay. Na dann. Gut, er hat ihn zwar getroffen, aber nicht doll. Oh,
Bin bereit? Yep. Beharrlichkeit zahlt sich aus. Yep. Nichts drin? Was? Versehentlich was aufgemacht? Bin bereit. Okay, da sind noch mehr Zivilisten. Okay, ist auf jeden Fall der noch da? Ja. Und Grizzly wartet auf seine Unterbrechung. Ja. So, dann rollen noch weiter. Oh nein. Rollen solltest du. Jetzt hat er so viele Aktionspunkte verbraucht. Nicht so gut. Ja. Verflixt. Ja. Ja. Okay, wenn er jetzt nochmal ein Reichwetter kommt, dann kriegt Grizzly die Unterbrechung. Ja. Ah, für Trevor nutzt sie nicht so richtig. Trevor, geh da weg. Geh mal hier hinter. Ja. Bin bereit. So. Bin du bereit. Du kannst darauf wetten, die Kerle sind nicht sehr weit gekommen. Ja. Grizzly lauert. Gut. Bin bereit. Okay. Ja. Bin bereit. Versorg doch mal kurz den. Deinen Kollegen hier. Und Ira versorgt mal eben den Chris. Sehr schön. Bin bereit. Sehr schön. Hab ich. Okay, gut. ¿Qué pasa? Sí. So, ich würde mal vermuten, damit sind hier alle ausgeschaltet. Ja. Sieht erstmal so aus. An der Stelle. Yep. Ist gut. Und die drei können auch näher kommen. So, der traut sich nicht raus. Ja. ¿Qué pasa? Ich gefunden. Yep. Hm. Hier
gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Kannst du dich hinstellen und dann auf sein Torso schießen? Ja. Aber nicht treffen. Yep. Egal, wir versuchen es jetzt trotzdem. Und Grizzly kommt näher. Nehmen wir mal an, das ist der letzte. Yep. Er hat ein Gewehr, aber er schießt nicht. Ja. Okay, jetzt sieht er ihn fast. Ja. Ja. Jetzt sieht er ihn gut. Chris, komm hoch. Die Mauer ist schon noch im Weg. So, jetzt hast du hoffentlich dein Todesurteil unterschrieben. Nein, er trifft nicht. Ich weiß, hallo Ungezogene. Ich weiß, aber sie treffen halt nicht. Dummerweise. So, ziel nochmal auf ihn. Yep. Gepasse. Gepasse. Ja. Grizzly, komm. Der ist ja gepanzert. Yep. Ira. Die ist unglaublich. Die ist die Einzige, die trifft. Die ist die Einzige, die trifft. Die Ira. Yep. Ja. Also, die Kopfschüsse. Die Kopfschüsse trifft. Ja, Zielfernrohre, daran mangelt es definitiv. Ja. So, jetzt aber. Einer weniger. Oh. Es war noch nicht der letzte. Ja. Ja, mal schauen. Wo denn noch welche sind? Ich vermute dann noch weiter hier oben, rechts. Jetzt sind wir erstmal raus aus dem Rundenmodus. Oder Kampfmodus. Yep. Gepasse. So. Kann der Trevor mal ein bisschen vorschleichen hier oben? Bin bereit. Und Fox? Ja, okay, ohne Drop-All spiele ich. Ja, ich weiß nicht, was auf die SKS für ein Zielfernrohr drauf passt. Bin bereit.
Russisches. Heißt es dann auch russisches Zielfernrohr? Dann könnte ich ja mal eins bestellen. Also sofern es überhaupt welche gibt. Wasser. Zweimal fünf. Zweimal fünf. Zweimal, fünfmal, siebenmal und 110-mal. Die russischen 5,6-mal und 10-mal. Aha. Okay. Ja. Bin bereit. Oh nein. Du solltest doch nur gucken. Sieht ja schon ganz gut. Aber sie sieht nichts. Okay. Ja. Okay. Ja, das stimmt. Dann kannst du die Pupille rausschießen. Ja. Wasser. Okay. Okay, jetzt wage ich mich einfach vor, würde ich sagen. Taste ich mich einfach mit allen vor. Und hoffe, alright. Wer auch immer, kommt aus der Deckung. Hey Amus, nicht so. Nicht so zügig. Ich schon wieder vergessen. Ja. Ich hatte geguckt, wo. Warum der Amus so schnell krabbeln kann. Aber ich habe keinen besonderen Skill oder so gefunden bei ihm. Aber der ist extrem schnell, wenn man jetzt irgendwie mit ihm so unterwegs ist. Schleicher ist er, aber Chris ist jetzt nicht so schnell wie Yamus. Okay. Der ist ja auch Schleicher. Toll. Okay. Ja. Okay. Okay. Ist gut. Ich sehe einen rotten Mann. Yep. Da ist einer. Bin bereit. Dann mal in Position. Yep. Gib Wasser. Gehst gleich dazu. Und runter. Ja. So. Caramba. Caramba. Unterbrechung für Chris, aber nicht nutzbar. Ja. Aha.
Ja, vielleicht. Ira lernt auch unfassbar schnell, das Yep. stimmt. Ja. So, jetzt sind alle ganz gut positioniert. Okay. Ich glaube, die können da eh nichts sehen, ne? Ich höre was. Operation gelungen. Patient tot. Das war's dann mit den Zielobjekten. Die letzten in diesem Sektor. Ja. Sagt Iron noch was? Ich glaube, hierzu kann man noch was sagen, oder? Oder. Es sei schön hier in Ruinen. Vor Dead Runner seien Leute gekommen und sie besichtigt. Schade, dass nicht mehr kommen Leute. Genau. Das ist halt hier eine historische Ausgrabungsstätte. Flo arbeitet wieder. Glückwunsch. So, dann kann ich mal gucken. Jetzt gibt's 5600 und 760 bei 60%. Chitsina Mine. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann gibt's schon mal nochmal die Hälfte von der Drusen Mine. Obendrauf. Okay. So, ein paar Häuschen gab's hier auch noch. Und einige NPCs. Mit denen werde ich jetzt gleich mal reden, die waren alle auf einem Haufen. Und zwar hier. Hier so ungefähr. Da. Chris ist derjenige mit dem losen Mundwerk. Mary Culber aus Cleveland, Ohio. Nett, Ihre Bekanntschaft zu machen. Hallo, Mary. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mitten in einen Krieg gerate. Du siehst jetzt auch nicht aus wie die typische Rebellin. Schön, Sie getroffen zu haben. Ich hoffe, es geht alles glatt. Pff, ja, vielleicht. Nett, dich kennenzulernen. John Culber aus Cleveland, Ohio. Dem Tor zu den großen Seen. Scheiße, wir haben wirklich Mist gebaut. Mary und ich wollten nach Aruba. Meine Frau hat die Tickets über einen Freund aus dem Reisebüro gebucht. Wir haben erst gemerkt, dass wir im falschen Land sind, als wir gelandet waren. Das ist nicht ganz richtig, John. Paula hat uns gesagt, wir sollten die Tickets noch einmal prüfen. Und das hast du gemacht. Jedenfalls erinnere ich mich, dass du das warst. Mary, bitte. Ich unterhalte mich mit jemandem. Ich weiß, auf dem Ticket stand Arulco. Aber ich dachte, das ist, wie die Arubaner ihr Land in ihrer Sprache nennen. Ich meine, die Leute reden ja Arubisch. Auf jeden Fall, der Mann am Flughafen, dieser Pablo, hat uns nichts von einem Krieg erzählt. Er hat nur die Sehenswürdigkeiten aufgezählt, die das Land zu bieten hat, inklusive diesem Geröllhaufen. Mein Mann hat für Geschichte nichts übrig. Na, dem falschen Kerl würde ich nicht mal mein Auto zum Einparken anvertrauen. Jetzt sitze ich hier fest, ohne einen sicheren Weg zurück zum Flughafen von Drusen. Ich kann es nicht abwarten, wieder auf amerikanischem Boden zu stehen. Vielleicht kannst du uns ja helfen. Könntest du uns eine Militäreskorte zum Flughafen von Drusen zur Verfügung stellen? Ich bin sicher, ich kann dich irgendwie für deine Bemühungen entschädigen. Natürlich bringen wir die beiden zurück nach Drusen. Ja, wieder zwei neue Söldner bekommen.
Die sind auch echt witzig. Ja. 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 Gerade seine Stimme finde ich so cool. Ja. Ja. Geld haben sie dabei, 100 und 2000. Ich glaube, die kriegt man dann. Ja. Man kann die jetzt aber bei ihnen aus dem Inventar nicht rausnehmen. Die sind nicht anwählbar. Aber man kann ja im Laptop gucken, was sie für Skills haben. Weil die ja jetzt zum Personal gehören. Und man sieht, der John hat eine ziemlich gute Treffsicherheit auch. Ja. Ist echt kein schlechter Schütze. Und Technik kann er auch. Ja, die Weisheit ist nicht so hoch anscheinend. Er hat sich auch ein bisschen verflogen, ne? Aber gut. Ja. Achso, steht da noch was sie können? Neutral. Keine Fähigkeit. Keine Fähigkeit. Keine Schwäche. Neutral. Naja, gut. Aber ja, sie möchten raus aus Arolco. Und... Ja. Das machen wir dann auch. Und einkaufen. Ja, mache ich gleich. Ich spreche noch mit ihm hier unten. Und mit Trevor kann ich schon mal Richtung Hölzer gehen. Alright. Willkommen. Ich bin Yanni. Tempelwächter und ewiger Diener des Tempels von Shisena. Hallo Yanni. Schauen Sie sich nur in den Ruinen um. Doch ich möchte Sie bitten, das Erbe von Arolco und die Ruhe, Sie werden ungestört sein. Kaum eine Seele verirrt sich mehr hierher. Dieser Ort war einst der Stolz von ganz Arolco, das Ausflugsziel von Familien am Wochenende und ein Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt. Oh, right on. Oh, ich hoffe, er kriegt sich wieder ein. Manchmal kommt hier einfach diese Uhr und dann hängt sich das Spiel auf. Später was? 6:30? Perfekt. Na komm. Krieg dich wieder ein. Halb sieben, 7:30. Natürlich. So, heute kein Fußball. Schade. Schade. Schade, schade, schade. So. Kriegt er sich wieder ein? Anscheinend nicht. Na komm schon. Okay. Ja, dann würde ich an der Stelle Schluss machen, weil dann müsste ich von dem letzten Speicherpunkt nochmal laden und so und hier die letzten Sachen noch machen. Ich weiß gar nicht, ob der letzte Gegner schon getroffen war. Aber ja. Und mit Yanni dann nochmal reden, bevor ich fortfahre bei Jagged Alliance 2. Und an der Stelle jetzt das Spiel abbrechen und nochmal neu laden am letzten Speicherpunkt. Aber gut. Gute Nacht, Thyrawal. Schlaf dich gesund.
Werd nicht allzu krank oder werd schnell wieder gesund. Und ansonsten wollte ich ja sowieso bis halb, dreiviertel acht machen. Jetzt mache ich halt ein paar Minuten früher Schluss. Aber, und ich hoffe, ich kann bald weiterspielen. Also, morgen, ja, vielleicht kann ich morgen nach Feierabend noch ein bisschen, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Oder irgendwann am Abend dann, die Tage so. Am Mittwoch will ich auf jeden Fall mit Sikat bei Portal 2 im Koop zu Ende spielen. Er meinte, er hatte Zeit. Und ja, da würde ich dann den Koop-Modus zu Ende spielen mit ihm. Wahrscheinlich dauert es auch nicht mehr allzu lange. Und dann hätte ich Portal 1, Portal 2 und Portal 2 im Koop durchgespielt. Schon mal ein paar Projekte abgeschlossen. Ein paar Spiele durch. Die ich mal wiederholen wollte. Okay. Gut, dann danke euch bis hierhin. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bleibt gesund, werdet gesund. Und dann würde ich mal schauen, wo ich hinreden kann und gehe schon mal auf den Endscreen und breche das Spiel ab. So, hören müsstet ihr mich ja noch. Genau. Dann schließe ich mal Jagged Alliance aus dem Task Manager raus. So. Und dann mache ich mal offscreen nochmal, spiele ich nochmal bis an die Stelle. Und dann schaue ich mal, wer gerade so online ist, zu wen ich raiden kann. Vivi, ja. Gute Nacht, bis bald. Lion ist wieder online. Dann würde ich zurück zum Lion raiden. Der ist gerade schon wieder im Forge of Empires Fieber. Dann übergebe ich euch an Lion und bestellt ihm schöne Grüße. Bestellt ihm schöne Grüße hier aus meinem Stream. Sagt ruhig mal Hallo drüben beim Lion. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Sechs Sekunden noch. Schreibt ruhig gleich mal ein bisschen was bei ihm.